Hallo, ich habe die Story gerade schon mal aufgenommen, aber mein WLAN hat einen kompletten Zusammensturz, darum mache ich es jetzt nochmal. Und zwar werde ich jetzt zu diesem ganzen Corona-Thema, weil mich da auch schon einige gefragt haben, nicht noch mehr was sagen. Ich glaube, wir haben uns da alle mittlerweile selber eine Meinung drüber gebildet und wenn ihr euch da noch irgendwie was anschauen wollt, dann schaut euch irgendein YouTube-Video an von jemandem, der sich wirklich viel Zeit genommen hat, um darüber was zu erzählen. Genau, ich werde aber dazu jetzt nicht noch was sagen, außer das, was ich euch jetzt sage. Und zwar war ich halt heute in der Kaufhalle und da gibt es jetzt schon so ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beispiel musste ich halt, bevor ich in die Kaufhalle bin, musste ich mir die Hände desinfizieren lassen von so einer Mitarbeiterin. Und ich bin halt auch ein Mensch, ich bin mega genervt von diesen ganzen Sachen. Ist ja klar, ich finde, dazu haben wir auch das Recht. Also wir haben auch irgendwo das Recht dazu, uns drüber aufzuregen und genervt zu sein. Es sind ja mega viele Einschränkungen. Man sollte natürlich nie vergessen, dass es Menschen gibt, die viel mehr eingeschränkt sind, die vielleicht sogar infiziert sind. Aber ich finde trotzdem, dass wir das Recht haben, genervt davon zu sein. Aber da war halt heute ein Mann neben mir, dem wurden auch gerade die Hände desinfiziert. Und der ist dann so übelst unfreundlich geworden, von wegen, was das denn jetzt soll und dass das doch total übertrieben sei. Und ich finde, obwohl wir alle genervt sind, sollten wir halt irgendwie versuchen, nett zueinander zu sein. Vor allem diese Mitarbeiter dort, die können nichts dafür. Die führen die Regeln nur aus. Die haben die nicht festgelegt. Also versucht einfach nett zu den Menschen zu sein und diese Maßnahmen irgendwie nachvollziehen zu können, weil sonst machen wir es alle uns nur gegenseitig schwer und ja.